Namaste. Mein Name ist Dorothea Otto von Niramaya Yoga. In diesem Video werde ich Yoga Nidra unterrichten. Yoga Nidra ist der yogische Schlaf und es ist die Übung von Pratyahara, dem Zurückhalten der Sinne, und Dharana, Konzentration. Yoga Nidra können Sie zu jeder Tages- oder Nachtzeit üben, wenn Sie zum Beispiel nachts aufwecken und nicht wieder einschlafen können, oder auch am Tag, um eben mal richtig zu entspannen. So, Sie haben die Möglichkeit, jetzt gleich mitzuüben in der Rückenlage. Ich werde als erstes Bodyscan ansagen, danach dann das Yoga Nidra und dann wieder Bodyscan. Beginnen Sie jetzt mit mir in der Rückenlage. Kommen Sie in Shavasana. Und legen Sie dafür Ihre Beine etwas weiter auseinander und die Arme sind aufgedreht mit den Handinnenflächen nach oben. Der Kopf liegt auf einer Unterlagerung, damit der Nacken in der Länge ist. Beobachten Sie die Empfindungen im Körper. Welche Empfindungen sind in den Füßen? In den Fußgelenken, in den Waden, wie sind die Empfindungen in den Knien, in den Oberschenkeln, im Gesäß. Vergleichen Sie die Empfindungen in den Beinen rechts und links. Spüren Sie dann weiter, wie sind die Empfindungen im unteren Rücken? Wie viel Raum ist dort zur Unterlage? Wie sind die Empfindungen im oberen Rücken, in den Schultern, Händen, Armen? Gibt es Unterschiede zwischen links und rechts? Wie sind die Empfindungen im Nacken? Im Gesicht? Ist der Kiefer locker oder haben Sie die Zähne zusammengebissen? Ist die Augenpartie entspannt? Und wie fließt Ihr Atem? Beobachten Sie, wie Ihr Atem durch die Nase einströmt und ausströmt. Es atmet Sie. Sie brauchen nichts dafür zu tun. Jetzt beginnt das Yoga Nidra. Hören Sie die am weitesten entfernten Geräusche ganz weit draußen, die Sie irgendwo noch hören können. Wie ein Radar. Spüren Sie diese ganz entfernten Geräusche auf
Und hören Sie einzeln und dann ziehen Sie Ihre Achtsamkeit von diesen Geräuschen weg. Und weiter hören Sie die Geräusche, die dicht um das Haus herum sind, um den Ort herum sind, wie ein Radar einzeln aufspüren, hören und dann die Achtsamkeit davon abziehen. Hören Sie dann auch die Geräusche, die in dem Raum sind, in dem Bereich, in dem Sie liegen. Einzeln hinhören, aufspüren und die Achtsamkeit davon abziehen. Und dann die ganz nahen Geräusche von Ihnen selbst. Lauschen Sie hin, wie ein Radar spüren Sie auf. Und dann ziehen Sie auch davon Ihre Achtsamkeit ab. Und dann sehen Sie sich vor Ihrem inneren Auge in den Universen, im Universum, in der Milchstraße, auf der Erde, in Europa, in Deutschland, in Sachsen, in Dresden, in diesem Haus, in diesem Raum, auf Ihrer Yogamatte liegen. Und dann beginnen Sie, die Körperteile einzeln zu spüren, so wie ich sie nacheinander ansage. Manche Körperteile werden Sie nicht so einfach wahrnehmen können wie andere. Und das ist ganz normal. Und Sie folgen einfach weiter. Ganz gleich, ob Sie das Körperteil intensiver oder weniger intensiv wahrnehmen können. Zum Beispiel den rechten Daumen nehmen Sie sicherlich mehr wahr als den linken kleinen Zeh. Also einfach mitkommen, immer weiter durch den Körper durchspüren. Ich beginne mit der rechten Seite und gehe dann über zur linken Seite. Rechte Seite, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, alle Finger zusammen. Alle Finger zusammen, alle Finger zusammen.
die Innenseite der Hand, die Außenseite der Hand, das Handgelenk, der Unterarm, der Ellenbogen, der Oberarm, die Schulter, Schulterblatt, Brustseite, Flanke, Taille, Becken, Hüfte, Oberschenkel, Knie, Schienbein, Wade, Ferse, Sohle, der große Zeh, der zweite Zeh, der dritte Zeh, der vierte Zeh, der fünfte Zeh, alle Zehen zusammen, alle Zehen zusammen, alle Zehen zusammen. Die Oberseite des Fußes, das Fußgelenk, linke Seite, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, alle Finger zusammen, alle Finger zusammen, alle Finger zusammen. Die Außenseite der Hand, die Innenseite der Hand, das Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, der Oberarm, die Schulter, das Schulterblatt, Brustseite, Flanke, Taille, Becken, Hüfte, Oberschenkel, Knie, Schienbein, Wade, Ferse, Sohle, der große Zeh, der zweite Zeh, der dritte Zeh, der vierte Zeh, der fünfte Zeh, alle Zehen zusammen, alle Zehen zusammen, alle Zehen zusammen. Die Oberseite des Fußes, das Fußgelenk, Gesäß, unterer Rücken, oberer Rücken, Schultern, Nacken,
Kopf, rechtes Ohr, linkes Ohr, Stirn, rechte Schläfe, linke Schläfe, rechte Augenbraue, linke Augenbraue, rechtes Auge, linkes Auge, Nasenwurzel, Nasenspitze, rechtes Nasenloch, linkes Nasenloch, rechte Wange, linke Wange, rechtes Kiefergelenk, linkes Kiefergelenk, Oberlippe, Unterlippe, Oberkiefer, Unterkiefer, Gaumen, Zunge, Mundboden, Hals, Schlüsselbeine, Brust, obere Rippen, untere Rippen, Oberbauch, Bauchnabel, Unterbauch, Geschlecht, der ganze Körper, der ganze Körper, der ganze Körper. Sie haben jetzt die Möglichkeit, innerlich dreimal in Bildform oder als Satz einen Sankulpa zu machen. Ein Sankulpa ist ein Vorsatz, ein Hat oder ein Adhishtan, etwas, was Sie wirklich von innen her möchten. Wenn Sie zum Beispiel eine Prüfung morgen hätten, dann würden Sie sich dreimal sehen, wie Sie diese Prüfung bestanden haben. Oder Sie würden dreimal den Satz, ich habe die Prüfung bestanden, innerlich sagen. Also wenn Sie einen Sankulpa in sich finden, etwas, was Sie wirklich bewegt und was Sie für sich in ihrem Leben erreichen möchten, dann können Sie jetzt dreimal das als Bild vor sich sehen oder als Affirmation, als Satz innerlich sprechen. Und dann bringen Sie jetzt wieder Ihre Achtsamkeit zu Ihrem inneren Auge und dann sehen Sie sich mit Ihrem inneren Auge auf dieser Matte, in diesem Raum, in diesem Haus, in Dresden, in Sachsen, in Deutschland, in Europa, auf der Erde, in der Milchstraße, im Universum,
in den Universen liegen. Und dann beginnen Sie noch einmal, die Geräusche wieder einzeln zu hören, die ganz nahen Geräusche wie ein Radar aufspüren. Einzeln hören und wieder bewusst integrieren. Und dann die Geräusche, die im Raum selbst aufzuspüren sind, wieder bewusst aufspüren und integrieren. Und dann die Geräusche außerhalb des Hauses, außerhalb dieses Bereiches, wo sie liegen, wie ein Radar aufspüren und integrieren. Und dann auch die am weitesten entfernten Geräusche, die sie irgendwo noch hören können, wieder bewusst einzeln wahrnehmen und integrieren. Und dann haben Sie noch einmal die Möglichkeit, wenn Sie einen Sankulpa hatten und geübt haben, diesen jetzt noch einmal, dreimal als Bild innerlich vor sich zu sehen oder innerlich als Affirmation zu sprechen. Das Yoga Nidra ist jetzt beendet und nun gehen Sie noch einmal in den Bodyscan. Nochmal den Vergleich zum Anfang auch herstellen. Wie sind die Empfindungen jetzt in den Füßen, in den Fußgelenken, in den Unterschenkeln? Wie sind die Empfindungen in den Knien? Wie sind die Empfindungen in den Oberschenkeln? Im Gesäß? Wie war das am Anfang und wie ist das jetzt? Und gibt es Unterschiede zwischen links und rechts in den Beinen? Wie liegt das Gesäß auf? Wie viel Raum ist im unteren Rückenbereich zur Unterlage? Wie liegt der obere Rücken auf? Erspüren Sie die Empfindungen im Oberkörper. Wie sind die Empfindungen in den Schultern, Armen und Händen? Gibt es Unterschiede zwischen links und rechts oder empfinden Sie die Arme gleich? Wie war das am Anfang
und wie ist das jetzt? Wie sind die Empfindungen im Nacken, Kopf? Ist der Kiefer locker? Ist die Augenpartie entspannt? Und wie fließt der Atem? Beobachten Sie, wie es Sie atmet. Beobachten Sie, wie der Atem durch die Nase einströmt und durch die Nase wieder ausströmt. Und dann beginnen Sie aus Shavasana heraus sich wieder zu aktivieren, die kleinen Gelenke bewegen. Die etwas größeren und die großen Gelenke alles wieder in Bewegung bringen und über die Seite zum Sitzen kommen, in einen bequemen Sitz kommen. Das muss nicht unbedingt dieser kreuzbeinige Sitz sein, oder wenn Sie wollen, können Sie auch ein Kissen unter den Gesäßbereich nehmen. Das alles kann also etwas unterstützen, wieder aufrecht zu sitzen. Sie könnten aber auch auf einem Stuhl abschließend sitzen. Und dann nehmen Sie noch einmal Ihre Hände, die linke über die rechte Hand. Die Daumen berühren sich, schließen die Augen für einen Moment und beobachten noch einmal den Atem. Wie der Atem durch die Nase einströmt und durch die Nase ausströmt. Es atmet sie. Beobachten Sie, wie der Atem einströmt und wieder ausströmt. Ganz im natürlichen Fluss der Atmung. Und dann nehmen Sie Ihre Hände vor dem Herzen zusammen und bedanken Sie sich bei sich selbst und beim Universum für die Yoga-Praxis. Namaste.